So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Super Mario 3D Land. Heute kriegen wir wieder ein neues Wackelbild und heute geht's auch in die zweite Welt schon. Ja, beim ersten Part haben wir schon die erste Welt zu 100% abgeschlossen. Beziehungsweise ja, später muss ich alle Level ja nochmal mit Luigi spielen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ne, das Spiel kam 2011 oder so raus. Also ich glaube, das ist kein Spoiler, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich das jetzt erwähne. Ja, nachher kommt noch Luigi und mit ihm muss ich auch alle Level spielen. Aber ja, heute geht es auf jeden Fall in Welt 2, beziehungsweise sind wir ja schon in Welt 2. So, warte, nehmen wir mal die Feuerblume ab. Die möchte ich nicht unbedingt haben. Ich bin mit dem Tanuki bin ich zufriedener. Den habe ich viel lieber. Ne? So, und hier gibt es dann die Starcoin vom Toad auch wieder. Ist auch Starcoin Nummer 1. Und hier direkt daneben war, glaube ich, auch schon Starcoin Nummer 2. Auch wieder so ein optisches Spielchen. Was ja auch den 3D-Effekt krass genutzt hat damals. Ne? Ich habe es ja schon im ersten Part erwähnt. Super Mario 3D Land ist eins der wenigen Spiele, die den 3D-Effekt wirklich sinnvoll genutzt haben vom Nintendo 3DS. Oder die Funktion, dass es das gibt. So, und hier gibt es noch ein paar Noten, mit denen man sich noch ein One-Up verdienen kann. Hier ist auch noch ein geheimes One-Up. Ja, ich erinnere mich noch relativ gut an das Spiel, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mich noch so krass erinnere, aber bisher erinnere ich mich noch sehr stark dran. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja damals wirklich sehr intensiv Super Mario 3D Land gespielt. Von dem her ist es, denke ich, kein Wunder, dass ich das Spiel auch noch relativ gut kenne, ne? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mich so gut dran erinnere, ne? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, aber ist ja schön. So, und das war auch schon Level 2-1. Ich wollte sagen 1-2, aber 1-2 würde ja nicht stimmen. 1-2 ist nämlich immer ein Untergrundlevel. Ne, wie ihr ja bestimmt wisst. Zumindest wenn ihr euch gut mit der Mario-Reihe auskennt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Level wir heute schaffen werden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir nicht wieder eine komplette Welt schaffen. Also würde mich schon krass wundern, ne, wenn ich das schaffen würde. Aber ich gebe natürlich trotzdem mein Bestes, so weit wie möglich wieder zu kommen. So, Welt 2-2 ist auch wieder ein Untergrundlevel. Und ja, ich weiß noch, das war damals das Lieblingslevel meiner Mutter. Meine Mutter hat nicht viel gezockt. Ja, hier steht 3D. Aber ab und zu hat sie auch Super Mario 3D Land gezockt. Und sie wollte aus irgendwelchen Gründen, wollte sie immer, also wirklich immer dieses Level spielen. Die hat kein anderes Level gespielt. Die hat nur das Level gespielt. Keine Ahnung, das hat ihr einfach irgendwie gefallen. Und das fand ich auch immer witzig. Ich so, Mama, spiel doch mal andere Level. Aber nee, sie wollte immer und immer wieder dieses Level spielen. Keine Ahnung warum. Naja. Jedem das seine, ne? So. Ja, aber so war das damals. Fand ich immer ganz witzig. Schon damals. So, hier gibt es auch schon wieder den Checkpoint. Das ist nice. So, und hier gibt es auch noch einen geheimen Raum, wo sich Starcoin Nummer 2 befindet. Ja, ich hätte die wahrscheinlich sogar schon abspeichern können. Wenn ich jetzt zum Checkpoint gegangen wäre, nachdem ich die Starcoin eingesammelt habe. Aber ja, jetzt schon zu spät. Was soll's? Ist ja auch nicht schlimm. So, hier natürlich auch aufpassen, dass man nicht in den Giftsumpf reinfällt. Ne? Das wäre natürlich nicht so toll. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie lange ich ohne Tod, oder wie weit ich ohne Tod im Spiel komme. Ne? Bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Ihr könnt ja mal eure Schätzungen in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt in diesem Part nicht sterben sollte.
Tja, könnt ihr mal reinschreiben, ne? Ich weiß nicht, wann werde ich zuerst sterben? Ich weiß es nicht. Ich lasse euch mal raten, ne? Ich lasse euch mal raten. So, wir gehen jetzt natürlich erstmal wieder in so eine kleine Challenge-Box rein. So, mal schauen, was diesmal die Challenge ist. Und ich sehe schon, danach kommt ein richtig cooles Level. Okay, hier muss ich jetzt einfach diese Pünktchen besiegen. Für eine Starcoin. Ist in Ordnung. So, hier noch die Münze einsammeln, weil ich bin ja geldgeiler YouTuber. Und verdiene aber mit YouTube nichts. Aber gibt Sinn, ne? Ja. Und wie gesagt, jetzt kommt auf jeden Fall ein richtig cooles Level. Und zwar, das habe ich damals gar nicht erkannt, als ich das erste Mal gespielt habe. Das sind solche 8-Bit-Figuren, ne? Jetzt gerade befinden wir uns auf einem 8-Bit-Mario, ne? Hier das rote, das ist die Latzhose. Und ja, das ist die Hand. Hier ist der Kopf, ne? Ich weiß noch, wie gesagt, damals habe ich das gar nicht erkannt. Aber ja, so ist es. Und hier gibt es auch ein neues Item. Und zwar die Propellerbox. So, genau. Ich weiß gar nicht. Gab es hier hinten nicht sogar noch was? Genau, ich glaube, man konnte nämlich auch hier nach oben. Und dann landet man auf Luigi, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Und ich glaube, hier gab es auch eine Starcoin. Ja, richtig cooles Level auf jeden Fall. So, genau. Jetzt, hier ist Luigi. Und hier ist jetzt auch so... hier sind die Münzen jetzt auch so L-förmig ja, angeordnet. Hier gibt es noch auch ein bisschen Bonuszeit. Und da drüben kann man schon sehen, da gibt es einen Pilz, wo wir hinkommen. So. Ja, schade, auf dem P-Switch lande ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, da wären noch Noten gekommen. Schade. Aber egal. Ist ja wurscht. So. Ich weiß gar nicht. Gab es hier oben nicht auch eine Starcoin? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo die Starcoins in dem Level waren. Hier anscheinend nicht. Na, hoppla. Ah, aber die roten Münzen waren da oben. Shit. Shit. Kriege ich die noch? Ah. Ich krieg sie noch. Und ich krieg ein One-Up. Ich glaube, wenn ich kein Item hätte, hätte ich jetzt eine Blume bekommen. Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch einen Tanuki. Auf jeden Fall hätte ich ein Item bekommen. Und was hier in Super Mario 3D Land auch außergewöhnlich war, ist, dass man nur 5 rote Münzen immer einsammeln musste, ne? So war das damals. Ah, na hoppla. Ich habe die Starcoin ja gar nicht eingesammelt. Upsi. Ich dachte, ich habe sie. Aber, nee, anscheinend nicht. So, jetzt habe ich sie. Wow. Ja, für Welt 2 muss ich sagen, die Starcoin ist eigentlich schon ziemlich fies für Welt 2, oder? Weil da kann man leicht in den Tod stürzen. So, und jetzt zu guter Letzt sind wir aber noch auf Peach, ne? Das ist 8-Bit Peach. Und hier gibt es auch ein wunderschönes Herz. Ja, ich weiß noch, das fand ich damals richtig süß. Ist auch süß, ne? Muss man schon dazu sagen. So, und hier gibt es noch solche, wie hießen die nochmal? Krözus? Solche Geldbeutelfrösche auf jeden Fall. So, und wenn wir jetzt in die Warpbox gehen, dann kommen wir auch in so einen Retro-Bereich, ne? Richtig schön. Und ich weiß noch, hinter dem Ziel gab es auch noch ein kleines Secret. Und zwar können wir hier in dieses Haus reingehen und kriegen dann noch ein One-Up. Richtig cooles Level auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, ist definitiv eins der coolsten Level im Spiel. Und, oh, ich habe sogar... Habe ich irgendeine besondere Zeit erwischt oder so? 225. Nee, ich glaube, die Retro-Musik, die kam einfach immer. War das nicht so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, richtig cooles Level. Hat mir sehr gefallen. Damals, so wie heute, ne? Ich muss sagen, ja, diese Anlehnungen immer wieder von Nintendo an alte Spiele, die sind schon richtig cool. So, und hier gibt es jetzt solche Umklappböden in diesem Level. Und ja, jedes Mal, wenn ich springe, klappen sich diese Böden in die andere Richtung um.
Ne? Das heißt, da muss man schon aufpassen, dass man da nicht in den Abgrund stürzt, ne? So. Aber, ja, sollten wir hinkriegen. So, hier drüben war auch wieder so eine Musikbox, ne? Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber solche Musikboxen führen einen immer zu Starcoin Nummer 2. Das heißt, wenn man eine Musikbox sieht und aber noch keine Starcoin eingesammelt hat, dann weiß man eigentlich, okay, man hat eine Starcoin verpasst. Okay, was gibt es hier oben noch für einen Block? Vielleicht ein One-Up? Ja, tatsächlich. Oh, ich habe auch schon ziemlich viele Leben. 30 Stück. Und das zu dem Zeitpunkt im Spiel. Das ist eigentlich ziemlich viel. Ah, jetzt kommt noch eine fiese Starcoin. Und zwar muss ich hier... Na, shit. Okay, erster Tod. Schade. So, jawohl. Diesmal hat's geklappt. Ah, das ist schon eine fiese Starcoin für Welt 2. Aber egal. Ja, erster Tod. Was soll's? Passiert, ne, Leute? Aber ich hab's auch ein bisschen heraufbeschworen. Mit dem Satz, Leute, wann sterbe ich? Schätzt mal in den Kommentaren. Ja, heute ist es tatsächlich schon passiert, aber naja, ist ja egal. Habe ich es halt nochmal nachgeholt. Was soll's? Macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. So, Pilzhaus oder Toadhaus brauche ich immer noch nicht. Und ja, machen wir heute auch noch das Luftschiff. Komm, wir sind noch gut in der Zeit, würde ich mal sagen. Und ja, Luftschiffe gibt es ja auch, ne? Die debütierten ja in Super Mario Bros. 3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, die gibt es hier ja, sogar ziemlich oft. Und zwar in den Welten, in denen man nicht gegen Bowser kämpft. Das heißt, ich glaube, in Welt 2 gibt es ein Luftschiff. 3, 4. Dann 5 war ein Schloss. Das heißt, in Welt 6 und 7 nochmal. Und ja, in Welt 8 kämpft man ja wieder gegen Bowser. Ich glaube, so war das. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Ihr könnt mich natürlich korrigieren, wenn ihr das noch wisst. Aber ich meine, so war das. Entweder Schloss oder Luftschiff. Jawohl. Und ja, die Luftschiffe sind Scrolling-Level. Das heißt, ja, nicht unbedingt die geilsten Level. Aber passiert, ne? Gibt's halt auch. Mein Gott. Ist ja wurscht. So, und ich glaube, ja, hier gab's noch ein One-Up. Das gönne ich mir natürlich auch. Und wir kämpfen hier jetzt gegen Bum-Bum, ne? So. Bum-Bum, was geht? Hi. Ja, feiert ja auch sein Debüt in Super Mario Bros. 3, ne? Ja, doch. So wie die Luftschiffe. Das heißt, passend, dass es hier auch Bum-Bum gibt, ne? Würde ich behaupten. Aber ja, Bum-Bum gab es ja damals in diesen Zwischenschlössern, glaube ich. Ich meine, so war's. Na hoppla, habe ich mich noch erwischen lassen. Naja, was soll's. Passiert, ne? Wie Tomaten. Aber ja, ich würde sagen, das war auch wieder ein relativ erfolgreicher Part. Tatsächlich auch nochmal eine komplette Welt geschafft. Krass, ne? Krass, dass ich das nochmal geschafft habe. So, hier nehme ich nochmal den Tanuki, dass ich auch die Fahne oben erwische. Ich weiß, das geht auch mit einem Weitsprung, aber da verfehlt man halt eher. Ja, aber ein Tod ist trotzdem okay, würde ich sagen. Passiert, ne? Was soll's? Schade irgendwie, aber egal. Ist nicht schlimm. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.